Das müsste hier dann irgendwo sein. Ja, Tarundratara, Opal. Vectoradrastegia Zahn. Und das ist ein Verlun. Ja, davon haben wir zwar schon jede Menge. Wieder viel zu viele Fallen. I'm here. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Ist das hier jetzt die Haupttreppe? Oh, noch eine Falle. Interesting. Wissensweitergabe, Wahrnehmung plus 1, Entschlossenheit, Gewandtheit. Plus 2 Wissen. Was trägt Alof gerade? Okay, das dann kann Kanna tragen. Plötzlich spürst du in deinem Kopf einen scharfen Schmerz, auf den direkt eine harsche und fremde Stimme folgt. Aik Kelturane, nee, Mensch, Edir Vasti. Die Kreatur macht ein eigenartiges klapperndes Geräusch, bevor es abermals in deinem Verstand zu dir spricht. Ich nenne es Eindringling, Mörder, Herumlungern, hellen Ort. Wo geht es hin? Deine Anführerin hat uns gebeten, einige Adraproben zu sammeln und der Kolonie zu helfen. Charik bittet darum, der Vitrak zischt leise. Von dem hier? Du spürst ein gedämpftes Aufbranden unterdrückter Wut. Dann geh, die Adra-Männer werden es wie einen zappligen Hasen zerschmettern und Charik wird uns wieder losschicken. Mach uns keine Schwierigkeiten mehr, Mensch. Okay, habe ich nicht vor. Mit Adra-Männern meinen sie 100 pro Animaten. Ein Ort des großen Schweigens hinzugefügt. Die Quest läuft in 2 Tagen ab. Vor 5 Jahren begannen 12 Mönche der Ixtoli mit einem stillen Pilgerreise nach Tetlaketun. In schroffe Hügel, die von heftigen Wetter heimgesucht wurden. Die Menschen waren überzeugt, dass die Hügel von den Göttern verflucht werden. Die Mönche sollten dieses Jahr aus ihrer Einsiedelei zurückkehren, was sie aber nicht getan haben. Eine Expedition von Noizen entdeckte ihr Lager in Tetlatektuan. Darin fanden sie zu ihrem großen Entsetzen aber nur die leeren Hüllen ihrer Meister. Im Kreis sitzend und in imitativen Posen eingefroren. Der innere Kreis der Ixtoli vermutet, dass die Meister ihre früheren körperlichen Gestalt überwunden haben und vielleicht durch den örtlichen Abschnitt wandern. Sie haben den verschiedenen Fürsten in Rezeres und dem Dürrwald Nachricht zukommen lassen, dass die Ixtolchi sehr gerne mit ihren Meistern wiedervereint werden würden, damit sie ihre Weisheit an eine neue Generation weitergeben können. Dafür ist doch ein Medium gar nicht mal so untauglich. Quietly now. So, wir sind jetzt auf 13. Und ja, auch hier ist alles recht weitläufig. Ich glaube, das ist noch eine große Map. Ja, das ist noch eine große Map. How about that?
Das sind jedoch keine Adra-Männer. There you go. Keeping an eye out. I'm here. There you go. Zwei Fallen konnte ich entschärfen. Irgendwie Teilschuss Maschinenteil. Der exakte Verwendungszweck dieses bizarren Mechanismus ist unbekannt. Obwohl es in einer der defekten Maschinen im Unterbein in einer vegetarischen Ruine gefunden wurde. Er scheint größtenteils aus Adra zu bestehen und über mehrere Kupferkreisläufe zu verfügen. Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe die Ruinen unterhalb der Höhlen erreicht und kann nun mit meiner Suche beginnen. Die Vitak haben mich gebeten, drei Gegenstände für sie zu besorgen. Einen veredelten Adra-Kristall, die Rüstung eines der mit Adra bedeckten Animaten, die durch die Gegend streifen, und ein Stück aus einer der uralten vegetarischen Maschinen. Dadurch werden die Vitak hoffentlich genügend Material für ihre eigenen Experimente zur Verfügung haben. Die Untersuchung einer der unten Maschinen in den Ruinen führte zur Entdeckung eines merkwürdigen, mit Kupfer belegten Mechanismus, der für die Vitrak wahrscheinlich interessant sein wird. Ich hätte übrigens auch schwören können, dass es hier einen Vitrak gibt, den ich gefangen nehmen kann. Ah je, ein Adra-Animat und eine Quengala. I'm here. Nothing I can do. Hey, that's the last you leave. I'm stuck. Hallo von Duens. The power beyond seek. Weg mit dem. Zerschmetterte Animatrüstung. Wahrscheinlich brauchen sie so eine. I'd be glad to. Oder? Geister auf jeden Fall. I'm here. Dieser Geist steht stramm. Sie starrt auf das andere Ende des Ganges. Auf einem Arm trägt sie einen schweren Rundschild, obwohl der wogende Schleier der Sehnägel verdeckt, was darauf liegt. Hallo. Sie dreht ihren Kopf ein wenig. Sie haben die Pestschmieden passiert. Wenn die Aufseher noch leben, könnten wir sie in den darunterliegenden Kammern aufhalten. Sie schnaubt. Falls uns Kabiros und seine Bande ränkgeschmiedener Zauberer noch nicht verraten haben. Die Meute könnte uns schon bald erreichen. Schließe besser schnell Frieden mit einem Gott, falls sie noch einer haben will. Sie hält in und sieht dich an. Hast du Angst? Angst vor was? In der Tat, was gibt es auch noch zu befürchten? Sie schaut von dir weg. Unsere eigenen Leute haben sich gegen uns gewendet. Was bleibt, sollten wir siegen? Wer wird denn die Maschinen am Laufen halten? Vor der Schlacht fürchte ich mich nicht. Ich fürchte mich, was nach unserem Sieg aus unserem Fürsten wird. Welchen Wahnsinn die Kinder des Rats ihm weiter die Ohren flüstern werden. Vielleicht wird er aufhören, sobald ihm sein Sohn zurückgeben wird. Aber werden sie ihn lassen? Kinder des Rats? Während sich Ort nur mit seinen Reisen zufrieden gibt, graben sie nach dem Herz des Himmels. Sie lacht verbittert. Dieser Wahnsinn samt und sonders. Und trotzdem behält sie Ort nur dicht an seiner Seite. Wenn sie nicht gewesen wären, nichts von all dem wäre passiert. Sie haben unseren großen Fürsten aus seiner Trauer in den Wahnsinn getrieben. Ihn zu diesen Taten gezwungen. Sie hält inne. Er war ein großer König. Vielleicht würde er es wieder sein. Komm, lass uns die Verteidigung bei den Stufen organisieren. Sie zu unseren Klingen drängen. Mit den Animaten neben uns werden sie keine Chance. Der Geist schnappt mit aufgemustem Mund nach Luft. Sie tastet nach etwas Unsichtbaren auf ihrem Rücken und geht einen Schritt zur Seite von dir weg. Ihre aufgerissenen Augen starren in deine. Du Verräter. Ihr Bein gibt nach und als sie zu Boden fällt, dünnen sich die nebligen Lichter aus, die ihren Körper bilden und zerstreuen sich. I'm here.
Okay. Habe ich gerade einen Geist umgebracht? Die anderen Geister wollen nicht mit mir reden. Can't get a good shot. I'll see what I can find. So, gehen wir mal hier lang. Noch ein Atra-Animat. That's not very helpful. Let's see what lies this way. Und noch ein Atra-Animat. Okay, viele Atra-Animate. That's Was könnten wir hier machen? Eine Kraftwand. Ich könnte mich einäschern. I have them. That's it. Not even slowing it. Hey. Yeah. I have them. Stand together. So, Bär, du kannst wieder auf Nahkampf wechseln. Invitanische Schilde, erwecktes Adra. I'm on the trail. Truhe mitfallen? Nö. Außergewöhnliche Donnerbüchse. Diese Sensor-Mechanismen sind an mehreren Stellen gesprungen und einige Komponenten wurden anscheinend demontiert. Wie man sie aktivieren kann, ist nicht eindeutig ersichtlich. Adraban. Adraban ist aber, glaube ich, nur ganz normales Adra-Material gewesen. Ist es hier? Ja, Adraban. Weißer Adra ist ein außerordentlicher seltener Edelstein. Ja. Machen wir zwischendurch mal ein Quicksave. Wäre schlauer. Oh, Adra Käfer. Ist aber zum Glück nur ein Adra-Käfer. Adra-Panzer. Ein poliertes, gebogenes Stück Adra aus den Überresten eines Animaten. Im Adra-Stein sind Kupferlitzen aufgewickelt, die an mehreren Punkten bis zur Oberfläche des Steins hinaufragen und die Rüstung durchdringen. Ja. Bei einem der inaktiven Wächter in den Ruinen habe ich ein Stück Adra-besetzte Animatrüstung gefunden. Achso, das soll ein Wächter sein. Also Überreste von einem Wächter. Hm? Nice and quiet. Die restlichen Geister haben mir nichts zu sagen. Interesting. Oh, Fallen. Wer hätte es gedacht?
Lass mich raten, die große kann ich nicht entschärfen, oder? Nein. There you go. I'm here. Dann nehmen wir doch lieber mal den Weg hier rum, weil ich glaube, durch die Tür komme ich noch gar nicht.